Was war das? Genau, ein neuer YouTube-Name. Hallo, mein Lieben, ich kann euch leider nicht angucken, denn es ist zu hell hier. Die Sonne ist einfach ein böses Ding. Nein, die Sonne ist ganz schön. Und deswegen kann ich euch leider nicht angucken, weil ich sehe gar nichts vom Bildschirm. Ich weiß gar nicht, überhaupt gar nicht, ob ich auf dem Bild bin. Aber gut, ja, mein Lieben, wir sind gerade unterwegs. Da sind unsere beiden Süßen. Also, der Felix und Mel. Ja, ich esse hier währenddessen. Nicht wundern oder so. Und ja, wir gehen jetzt zu einem Kinderflohmarkt. Er hat gesagt, gehen wir zum Bus und fahren dann mit dem Bus. Und wir sind gleich da und wir hoffen, wir schaffen es alles, weil ich habe ein bisschen getrödelt bei der Kinderwagenauswahl. Also, meine Lieben, kauft euch nie im Leben mehrere Kinderwagen. Das ist ganz schlimm. Ja, macht es nicht. Weil die Entscheidung stand gerade zwischen dem Quattro und unserem Camelio. Ganz schwere Entscheidung. Und ich bereue es auch schon, weil die Kleine sieht einfach im Quattro nicht so süß aus wie im Camelio. Ja, aber wir haben es jetzt fast geschafft. Und ich würde sagen, wir melden uns, wenn wir irgendwie wieder. Also, wir melden uns, wenn wir da sind, glaube ich. Mein Lieben, wir haben den Bus verpasst. Er ist einfach nur so vorbeigefahren. Ja, jetzt müssen wir laufen. 4 Kilometer. Das ist sogar die kurze Route, die wir hier gehen. Sehr gut. Eine wir gehen jetzt mitten durchs Nichts. Schaut euch an, hier ist gar nichts. Ja. Hier ist einfach mal so eine Bundesstraße. Und hier ist gar nichts. Und hier gehen wir es lang. Aber hier ist schön. Hier ist schön. Hey, schaut mal, es ist schon blau. Weißt du? Schon ist kalt. Wir laufen 11 Minuten kürzer, als wenn wir nach Außenwind gelaufen wären. 11 Minuten sparen wir, wenn wir hier lang gehen. Das ist gut, oder? Mhm. Ja. Gehen wir. Da ist die Mel. Wir haben gerade noch jemanden getroffen, der mich mal interviewt hat über die beiden, über die drei Kleinen. Ja, ich bin in der Zeitung, mein Lieben. Ja. Was? Ich muss mal gucken, wie wir laufen müssen. Links oder rechts? Hä, was? Da vorne ist ein Feld, Schatz. Ja, der geht auf den Weg, links. Er hat auf Feld. Oh, der ist eingezeichnet. Der möchte mir jetzt aufs Feld gehen. Ist aufs Feld. Ja, jetzt gehen wir. Ich erleide mein Dorfkind. Boah, das ist echt schön. Sein. Leute, hier würdet ihr auch gerne längs laufen würden, oder? Oder? Schön, oder? Da so lang? So, meine Hände frieren ab, das heißt, ich höre jetzt auf zu vloggen. Und wir melden uns irgendwann, wenn irgendwas Spannendes passiert. Vielleicht sehen wir irgendwas Krasses hier. Ich war hier noch nie. So, meine Lieben, wir haben es fast geschafft. Wir sind jetzt gleich im Dorf, wo wir hin wollten. Wir sind jetzt echt eine Menge gelatscht. Und, oh Gott, wir sind jetzt gleich im Dorf, wie gesagt, und dann müssen wir noch ein Stückchen laufen in die Mitte des Dorfes, dann sind wir da. Und wir sind sogar direkt fast pünktlich dann, wenn es anfängt, das heißt, wir sind einer der Ersten, das ist immer gut, weil dann ist es nicht so leer geräumt. Und, meine Mütze hier ab, so. Und dann, ja, schauen wir mal, was da so gibt und hoffen, dass es da keinen Kinderwagen gibt, weil sonst komme ich in meinen Kaufrausch und nehme noch einen Kinderwagen mit oder so. Aber ich glaube nicht. Hallo, meine Lieben, wir sind fertig und da sind die Besitzer. Wir haben uns gerade gewundert, warum diese Hund allein läuft, aber ja, das sind Besitzer. Gut, meine Lieben, dann muss ich gleich aufhören, weil die Besitzer laufen gleich an mir vorbei. Aber auf jeden Fall sind wir fertig und, meine Lieben, ist alles voll. Also nicht wundern, das sind alles so die Sachen von meinem Bruder jetzt da oben. Und meine Sachen sind so da unter. Ich kann euch mal einen kleinen Einblick geben. Also das ist alles mein Bruder und das da unten, wo es so rosa wird, das da ist so unseres. Ja, das zeige ich euch. Oh. Warum kurz die Straßenseite? Das zeige ich euch aber gleich. Nachher zeige ich das in diesem Video. Ich überlege es mir, wie viel Material ich nachher habe. Guck mal, da ist ein Hund. Der läuft ja einfach frei rum. Guck mal. Hallo. Nee, nicht ansprechen. Sonst wird's. Aber guck mal, der arme Hund. Einfach weggehen. Da kann ich ja einfach alleine rumlaufen. Weil die Leute auf der Straße, das ist voll gefährlich. Ja.
Alter, Hund! Alter. Ja, die Mel ist auch noch ganz zufrieden. Ich glaube, sie hat den Wudel sehr gut alle überlebt. Ich zeig's euch einmal. Da ist sie, die kleine Prinzessin. Sie ist eingemuckert. Ich will das mal ein bisschen auf. Kannst du ein bisschen rausgucken. So. Und vorne ist wieder eine Dame. Vielleicht geht die den Hund. Ich weiß nicht. Boah, das ist aber ganz schön der Hund ist das weg. Lass uns weiter. So, meine Lieben, wir gehen jetzt zu Edeka, weil wir Hunger haben. Oh. Weil wir müssen den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Felix, okay, ich sag das nicht. Weil wir müssen zurücklaufen. Also es ist meine Schuld. Weil kein Bus fährt. Und ja, deswegen gehen wir jetzt kurz zu Edeka, weil wir schon seit heute Morgen um 11:30 am Laufen sind und uns nicht einmal hingesetzt haben. Und deswegen gehen wir jetzt zu Edeka. Wir sind doch gleich schon da. Dann essen wir kurz was und dann geht's weiter nach Hause. Endlich. Wann sind wir denn zu Hause? Ungefähr um 4, ne? Eine Stunde knapp, ja, 4. Ja. Sind wir um 4 ungefähr zu Hause und dann zeige ich euch die Sachen. Ich bin echt begeistert, was ich erst gefunden habe. Aber ich muss sparen, also ich darf nicht so viel kaufen. Eine SIM-Karte, wo du Guthaben aufladen musst. Also nicht. Ja. Warte. Also, du filmst schon. Hi. Hallo, mein Lieben. Ja, wir sind bei Felix jetzt. Sein lieber Vater hat uns vorhin abgeholt. Das heißt, wir mussten doch nicht zu Fuß gehen. Wir waren eben noch bei Edeka und haben uns etwas gekauft. Eins trinkt er gerade. Was? Ja, das ist so ein Ding drin, ne? Zeig das mal, was wir gekauft haben. Du musst es auch von gerade sehen. Das haben wir gekauft. Davon habe ich mir auch noch einen gekauft. Das haben wir gekauft. Und Red Bull Cola haben wir uns gekauft. Und ja, jetzt werden wir gleich zu mir nach Hause gefahren. Gleich, wenn die Herrschaften da unten fertig sind. Ein Aufkleber. Interessant. Ja, dann werden wir nach Hause gefahren und dann auf dem Weg holen wir uns einen Döner und essen dann den zu Hause. Und dann zeige ich euch, glaube ich, nicht die Sachen. Nee, ich glaube, ich drehe dafür ein extra Video, weil ich zu Hause noch eine Menge habe, die ich angesammelt habe von den letzten Wochen. Ich glaube, ich drehe einen richtig großen Haul. Ja, mache ich, glaube ich, so. Neues Intro. Ich glaube, das packe ich sogar hier oben in die Liste rein gleich. Also in den Titel. Neues Intro. Zu dem Thema wollte ich euch was sagen. Und zwar, klar, es ist jetzt soweit, dass wir uns ein neues Intro überlegen müssen, weil wir haben jetzt ein neues Baby. So. Ich finde aber, das alte Intro, also was wir jetzt haben, das aktuelle Intro, ist noch so neu, dass ich erstmal kein neues drehen möchte, weil das auch schon wieder echt viel Zeit gekostet hat, das zu drehen. Da braucht man wieder eine neue Idee, weil man kann nicht einmal wieder das Neue machen, das Alte nochmal machen. Und ich finde, es bleibt erst... Oh Gott. Es bleibt erstmal so. Ja, aber mir gefällt das super gut. Ich mag unser Intro total. Meine Güte! Pilz ist weg. Schau dir deine Haare und deine Hand. Er ist weg. Ja, das Intro bleibt erstmal vielleicht so für nur 2 Monate. Sobald ich eine neue Idee habe und auch wirklich Lust dazu habe, ein neues Intro zu drehen, mache ich das auf jeden Fall. Aber es ist leider so im Moment, dass ich keine Idee habe, keine Lust und einfach das Alte noch so toll finde, dass ich es nicht ersetzen möchte. So, und ich glaube, das müsst ihr auch verstehen, ne? Es ist nun mal so. Und, ja, ist ja auch meine Sache, ob ich jetzt ein neues Intro mache oder nicht. Ich finde, das Alte ist noch so neu, das kann man ruhig noch benutzen. Was war das?
Genau, ein neuer YouTube-Name. Ich hast das genau auf die Idee gemacht. Durch dein Handzeichen. Perfekt. Wo gehst du hin? Ja. Ah, er geht auf Toilette. Mit Jacke? Okay, er geht mit Jacke auf Toilette. Wirklich. ja, also neuer YouTube-Name. Klar, das muss jetzt echt her. Bei Jane dachte ich mir noch, ach, das ist noch so okay. Aber jetzt haben wir wirklich 3 Babys. Das heißt, es muss wirklich ein neuer Name her. Das Problem ist, wenn ich irgendwas nehme, zum Beispiel Reborn Life, Reborn World, Reborn Punkt, 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 das gibt es alles schon. Und ich möchte halt einen Namen, den man sich wirklich gut merkt und der wirklich gut ist und der zu meinem Kanal passt. Und Lennox Reborn Life war halt schon so ein Name, der ist halt bekannt überall. Jetzt hier in dem YouTube, in dem Reborn-Kreis. Und wenn irgendjemand schreibt, Lennox Reborn Life, weiß jeder, worum es geht. Und deswegen ist halt schon so ein Name, der hat schon echt wirklich einen Status. Und deswegen glaube ich, habe ich ihn auch nicht, also ich habe ihn deswegen auch nicht bei Jane geändert. Und es ist auch einfach so eine Sache. Früher hatte ich ja so Ideen, so, so Prinzen-Life und so. Aber das Problem ist, wir haben jetzt noch ein Mädchen dazu. Das heißt, es geht auch nicht mehr. Und deswegen ist es halt wirklich echt schwer, da jetzt einen passenden Namen zu finden für 2 Jungs und ein Mädchen. Ja, ihr könnt mir gerne irgendwie Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ich lese mir das auf jeden Fall durch. Aber ich glaube, dass mir da einfach nichts gefällt von, weil ich jetzt schon weiß, dass ich ihn überhaupt gar nicht ändern möchte irgendwie. Also, ich glaube so, der Haupt bleibt einfach. Vielleicht ändern wir das Lennox in irgendwie, keine Ahnung, ich muss mir noch auf jeden Fall irgendwas überlegen. Zwergen, Reborn Life oder... Oh, das ist echt schwer. Und deswegen weiß ich da auch noch gar nicht. Und deswegen... Aber wie gesagt, halt, das ist halt dieser bestimmte Status, dass jeder halt weiß, Lennox Reborn Life ist das und das. Und das ist mir halt sehr wichtig. Und deswegen möchte ich da nicht so viel ändern. Aber ihr könnt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Vorschläge habt, oder vielleicht auch für Wünsche. Ich lese mir auf jeden Fall durch. Und wenn mir einer gefällt, dann werde ich das auch machen. Aber ich muss es halt so groß auf meinem Kanal ankündigen, also ein extra Video dafür machen, dass wirklich, wirklich jeder weiß dann. Und das ist halt echt schwer, das jetzt so zu machen. Aber wir probieren es auf jeden Fall. So. Und damit habe ich jetzt auch wieder genug gelabert. 2 wichtige Themen, die ich einfach angesprochen haben wollte, weil sie unter dem Umziehvideo von Mel vorkamen. Und ja, das wollte ich einfach so angesprochen haben und machen wir so. Hallo meine Lieben, wir sind zu Hause, wie ihr seht. Wir haben gerade gegessen, da ist noch mein Döner und da ist Felix Karton. Ich mache mal den Fernseher ein bisschen leiser hier. So, das ist mein Hund. Er hat immer noch so einen Trichter um. Ja, meine Lieben, wir sind zu Hause und meine Katze ist hier im Fenster. Liegt ja hallo. Mach ich so mal zu. Weiß. Ich mag das nicht, wenn man hier reingucken kann. So, wir sind jetzt zu Hause und ich werde jetzt die Abendroutine drehen. Die Mel liegt da vorne. Ganz kuschelig eingemurmelt. Ja, ich wollte euch noch kurz die Sachen zeigen, die wir gekauft haben. Ehrlich gesagt, wollte ich sie einmal mitnehmen. Hier sind sie nämlich alle. So, das haben wir heute alles gekauft. Ich drehe jetzt, glaube ich, gleich mal... Nee, ich glaube, ich drehe morgen oder so ein Haul. Weil jetzt ist es dunkel hier. Sieht nicht mehr gut aus dann. Und ihr könnt jetzt schon mal so einen kleinen Einblick haben. Das haben wir alles so geschafft. Ja, gibt es auf jeden Fall ein Haul zu. Weil ich halt noch gestern was gekauft habe. Bei H&M. Und das kommt dann noch zu. Dann habe ich noch 5 Bodies, glaube ich. Alles, was ich jetzt noch zeigen wollte. Oh, hier ist voll das schöne Licht. Ich glaube, hier drehe ich jetzt doch gleich das Video. So in diesem Hintergrund so. Perfekt. Ich glaube, ich drehe das gleich noch. Auf jeden Fall gibt es jetzt die Abendroutine. Die drehe ich jetzt mit Mel. Und ja, das werde ich jetzt machen. Aber dafür muss ich mich von diesem Vlog hier verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn ihr Mel nicht so viel gesehen habt. Einfach, weil wir sehr, sehr viel geshoppt haben und ich auch eigentlich gar nichts so mit ihr gemacht habe. Ich habe sie nur mitgehabt. Und ja, aber trotzdem war es so ein bisschen Informationsvideo und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal.